herzlich willkommen hier bei Heller in Nürtingen. Ich schaue mir heute mal an, wie eigentlich so eine Werkzeugmaschine entsteht. Und dafür habe ich mich mit einem echten Experten verabredet. Aber bevor ich den hier hinter mir treffe, heißt es natürlich in diesen Zeiten erstmal Maske auf. Los geht's! Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci, merci. Jérôme Defillon, du bist seit rund 30 Jahren hier in der Firma, aber dein Name, der klingt nicht so richtig schwäbisch, wenn ich ehrlich sein soll. Na, in der Tat komme ich aus Lyon, beziehungsweise aus der Nähe von Lyon in Oulin, die Partnerstadt von Nürtingen. Wie bist du hierher gekommen? Zu Heller. Ja, dadurch habe ich die Möglichkeit damals, ich war noch Studenten, Praktikum zu machen und nach am Ende dieses Studiums könnte ich hier anfangen zum Arbeiten. Was ist deine Funktion heute? Welche Aufgabe hast du heute in der Firma? Ich arbeite in ein Projekt, das Projekt nennt sich Profitrainer oder Lehr- und Lernfabrik. Das hat mit Ausbildung zu tun direkt, aber ich führe auch sehr viele Gruppen. Insbesondere junge Menschen, sprich Schüler, Studenten, Besuchergruppe aus aller Welt hier durch die Firma. Okay, du hast schon angesprochen Ausbildung und was ich heute gerne sehen würde, ist vor allem ist das Know-how hinter den Maschinen, also der Mensch im Mittelpunkt. Und da scheint mir die Ausbildung hier bei Heller ja eigentlich die Keimzelle zu sein, oder? Ja, tatsächlich. Wir haben ca. 130 junge Menschen, die hier momentan entweder eine Ausbildung oder ein Studium machen über die ganze Zeit. Das ist sicherlich auch der Kern. Nicht jeder hat eine Ausbildung bei Heller gemacht natürlich, aber das ist in der Tat eine lange Tradition, die wir seit 1913 haben. Und wichtig einfach diese Heller-Kultur zu verstehen, was mich natürlich auch besonders fasziniert. Die Menschen, wie du das richtig sagst. Dann ist das doch eigentlich der perfekte erste Step hier auf unserem Weg zur Werkzeugmaschine, oder? Genau, erstes Step ist dieses Gebäude hier. Übrigens, das war früher eine Fabrik, also eine Fertigungshalle, die wir komplett neu umgebaut haben, als quasi unser Customer Center, VIP-Bereich. Und also das strahlt natürlich sehr viel Technologie und sehr viel Hightech, aber klar, die jungen Menschen, die sind dort, die sind ganz in der Nähe, in die Ausbildungsabteilung. Also wenn du mit mir kommst. Ja. On y va, sagt man auf Französisch, oder? Mit Masken und dann selbstverständlich geht's los. Ah noch. Jérôme, wo sind wir jetzt hier? Also wir sind hier in die Ausbildung. Es sind 130 junge Menschen, die die Berufe um der Werkzeugmaschine lernen, also Azubis, aber auch Studenten. Und auch nicht nur Azubis vom Heller, gerade zumindest bei den Grundlagen, aber auch von kleinen Firmen. Jetzt hast du vorher schon angesprochen, hier soll es eine Übungsmaschine geben, Profitrainer. Genau. Kann man den mal sehen? Ja, sicher. Das ist allerdings am Ende der ganzen Kette, diese Werkzeugmaschinen, die sich hier in die Ausbildung bauen, also nicht nur bauen, sondern auch entwickelt haben, die besonders auch für die Ausbildung im CNC. Ja, wir haben gerade hier einen Kurs laufen. Schauen wir mal, ob wir rein, nicht stören können. Ja, Entschuldigung für die Störung. Wir sind gleich wieder weg. Hier, also das ist hier ein sogenannter Profi-Trainer. Die Gruppe hier macht einen CNC-Kurs von der Basisprogrammierung und die werden wahrscheinlich nächste Woche hier an diese Bildungsmaschine CNC Profitrainer PT16 lernen. Was ist denn jetzt das Besondere hier dran? Also es gibt zwei besondere Sachen. Erstmal ist es wirklich eine echte Werkzeugmaschine, in dem Fall auch sogar fünfachsig. Das ist eine, also mit einer echten CNC-Steuerung, eine Siemens in dem Fall. Das ist die eine Besonderheit, aber noch besser ist, dass es ist von der Azubis gebaut. Also wir haben hier zum Beispiel Zerspaner, diese ganze Teil würden auch von der Zerspaner gemacht. Okay, das habe ich aber richtig verstanden. Diese kleine Maschine kann im Prinzip das, was eine große Hellermaschine auch kann. Ganz genau, das kann sie. Und damit ist es quasi wirklich eine, wie, also besser als ein Flugsimulator. Man kann richtig zerspanen, ganz normal. Ja. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass
Bevor die Azubis hier ran dürfen, müssen sie doch erstmal die Grundfertigkeiten lernen, oder? Sicher, die gehen nicht von der ersten Tag. Sie machen erstmal ihre Grundausbildung. Sie machen die Grundlehre auch in der Programmierung, wann mal kommen sie. Vor allem alle, die einen technischen Beruf machen, werden einfach diesen Weg auch durchgehen. Also schauen wir erstmal, wo es wirklich anfängt, sprich in die Grundausbildung auch besonders mit den Grundfertigkeiten sozusagen. Okay. Okay, alles klar. Alles klar. Dankeschön. Gerne. Wir haben natürlich eine Schule hier. Wir haben Ausbildungsleiter, wir haben Ausbildungsmeister. Wir bilden auch in viel verschiedene Berufe, also nicht nur die Zerspannung, sondern auch die Mechanik, Industriemechaniker, die Mechatronik. Mhm. Wir bilden auch Elektroniker für Automatisierungstechnik. Mhm. Jetzt ist es ja ein relativ technisches Umfeld, Maschinenbau. Wie sieht es mit dem Frauenanteil aus? Ja, das ist natürlich auch, das sind wir auch, als wir hier kommen, immer mehr Frauen haben große Interesse auch in diese Berufe. Wir sind schon mal hier bei der Grundausbildung, also das sind wirklich Schüler bzw. Azubis, ja, die gerade im Sommer angefangen haben und mit das klassische Feilen bereits anfangen, und das werden sie schon längere Zeit auch machen. Das heißt, das ist wirklich der allererste Anfang, genau, oder? Von so einer heller Karriere. Das ist so. Das war vor 100 Jahren so, und ich bin davon überzeugt, das wird in den nächsten 100 Jahren so weit. Also das Spüren für Metall, ja, wir sind in Metallberufe, das Spüren wirklich für Genauigkeit, ja, wie scharf ist das? Von der Handarbeit bis hin zu der großen Werkzeugmaschine. Jetzt haben wir den Profitrainer schon gesehen, jetzt ist hier viel Handarbeit. Jetzt habe ich aber da hinten, ganz hinten schon gesehen, hier in der Ausbildung ist auch eine echte Hellermaschine schon im Einsatz, oder? Genau, das sind die große, wie wir die eigentlich auch im Betrieb, wie unsere Kunden auch betreiben. Das ist auch das Ziel, wenn man als Beispiel der Zerspannungstechniker nimmt, durch seine Ausbildung, sicherlich nicht im ersten Jahr, aber sehr, sehr, sehr schnell wirklich mit der Realität der Zerspannung konfrontiert wird und direkt an eine große Maschine. Wir sind hier gerade euer Meister mit seinen entsprechenden Azubis, der ihn begleitet, und sehr schnell wird der Azubis hier selbstständig quasi eigentlich selbstständig fliegen. Ich sage es immer, das sind ein bisschen meine Maschinenpiloten eher. Ja. Wie wichtig ist denn so dieses Verhältnis vom Meister zum Auszubildenden? Welche Rolle haben die Meister hier in der Ausbildung? Also das ist natürlich eine extrem wichtige Rolle. Sie haben eine Coaching-Rolle vor allem. Also auf was wir sehr stark setzen, überhaupt in die Ausbildung, ist die Eigenständigkeit. Also sie werden in einer Welt konfrontiert, wo sie ihre eigene Initiative auch gefordert werden, also eine sehr gute Ausbildung, eine sehr gute Basis, aber entsprechend auch selbst agieren können. Und deshalb, es ist nicht alles nur Frontalunterricht, es gibt am Anfang schon, aber es ist auch vor allem hier begleitend, ja? Und dann ein partnerschaftlicher Verhältnis sozusagen. Okay. Jetzt haben wir gesehen, wo dieses Know-how anfängt, wo die Basis dieses Know-hows liegt. Wenn die Azubis ausgelernt sind, dann werden sie hier ja in der Regel im Unternehmen auch eingesetzt. Korrekt, ja. Und zwar in der Fertigung, oder? Also in der Fertigung dann von richtigen großen Maschinen. Ja, also was die natürlich Zerspannungsmechaniker angeht, da in unserer Fertigung hier in Nürtingen, das schauen wir es nachher an. Es kann natürlich auch bei Elektroniker in der Montage sein, es kann in der Elektromontage sein, es kann in verschiedene Werke, die wir haben, sein. Das machen sie innerhalb ihrer Ausbildungskursus sozusagen, dass sie quasi versetzt werden und auch sozusagen ja auch Kollegen kennenlernen, einfach die Kultur von ihnen. Okay, das heißt, die Azubis können während ihrer Ausbildung schon richtige Praxisluft schnuppern in den richtigen Abteilungen hier in der Firma, richtig? Cool. Ja, das ist richtig. Ja. Das würde ich mal gern sehen. Genau. Vielleicht können wir in die Fertigung gehen? Können wir machen. Wir laufen einfach hier über den Innenweg. Wir sind da ein Rum. Hier kann man
die Maschinenbaugeschichte eigentlich ja förmlich atmen. Wie alt ist das Gelände? Wie hat hier alles angefangen? Also angefangen hat das Ganze in der Altstadt Nürtingen 1894, mit Hermann Heller. Allerdings sind die Gebrüder Heller 1899 schon hier rüber gezogen, haben quasi auf dem grünen Feld ein sehr moderne damalige Zeit Werk gebaut, 1899. Und von dem Zeitpunkt haben sie hier am Standort weiter gebaut. Ende des 19. Jahrhunderts war die Zeit der Industrialisierung hier in der Region. Ja. Und ich glaube, die Gebrüder Heller haben da ein echtes Problem identifiziert und dann auch einen Problemlöser entwickelt, oder? Das genau, war die Geburtsstunde. Also besonders identifiziert. Das war auch besonders die Aufgabe von Hermann Heller, der Tüpfler, der typische schwäbische Tüpfler. Er hat erkannt, wie schwierig war der Bau von der Eisenbahnlinie, das war damals die Erweiterung der Linie zwischen Stuttgart und Tübingen, wie die Leute arbeiten, und hat quasi ist nach Hause gekehrt, sage ich immer, und hat einen Apparat getüftelt, eine tragbare Oszillierstäge, die ermöglicht sehr genau, sehr präzise, sehr schneller, wirtschaftlich sozusagen, Eisenbahnschiene so abzusägen. Das war der Beginn sozusagen, war noch nicht so weit mit die große Maschine. Okay, das heißt, der Beginn war das Sägen von Eisenbahnschienen, ja. Dann kam, glaube ich, das Bohren von Metall und dann schließlich das Fräsen. Das, was die Maschinen im Wesentlichen heute immer noch machen. Natürlich computergestützt, oder? Aber vom Verfahren her? Das ist korrekt. Also Fräsen kam natürlich wesentlich später mit der Entwicklung der Technologien. Heller hat immer gewusst, mit der neuesten Technologie auch mitzuziehen sozusagen, und selber auch als großer Entwickler, ganz angefangen mit der Hydraulik, dann wird die Elektrohydraulik, dann die CNC-Steuerung schon. Man kann da viele wenige Leute wissen, dass es eigentlich Heller auch einer der Pionier der CNC-Technik in Deutschland war, mit eigener Steuerung, also nicht nur die Mechanik sozusagen, die Maschine, sondern wirklich immer das Konzeptpaket, immer lösungsorientiert wie heute. Also eine Heller-Maschine ist ein sehr komplexes Gerät, eine sehr komplexe Maschine, oder? Das ist, würde ich mir mal gerne anschauen, wo diese komplexen Maschinen entstehen. Ja, am besten, wenn es geht. Sicher. Also am besten ist es, wenn wir in die Fertigung gehen. Mhm. Und Herr Kurtenbach wird uns da hier ein bisschen mal rumzeigen. Das ist der Herz, wo die Grundteile zum Beispiel, aber gleichzeitig ist Heller eigene Anwender von seiner eigenen Maschine. Also, klingt spannend. Ja. Auf geht's, oder? Schauen wir mal. Das geht hier in die Richtung. Allerdings eine kleine Marsch, weil das ganze Gelände hier gar nicht so. Warum? Hier sind wir jetzt in der Fertigung. Nein. Wo wird denn noch gefertigt auf der Welt? Oder ist hier Nürtingen die einzige Fertigung? Nein, das ist nicht der einzige. Das ist sicherlich einmal der bedeutendste hier in der Heller Gruppe, aber das ist nicht das einzige Produktionswerk. Wir haben Produktionswerk auch in Großbritannien, da werden Maschinen montiert. Wir haben ein Werk in den USA, da werden auch Maschinen montiert. Wir haben eine Werk in Brasilien, wo sowohl montiert, aber auch hier gefertigt wird. Und das letzte, was wir hatten, war ein Werk in China, in der Volksrepublik China. Aber das kann am besten der Herr Kurtenbach und das erzählen. Ja, guten Tag, Herr DPO, guten Tag, Herr Schuld. Christian Kurtenbach, Sie sind Fertigungsleiter hier bei Heller. Ja. Und wenn ich mich so umschaue, dann sehe ich, dass Sie hier auf Heller-Maschinen Teile für Heller-Maschinen herstellen. Was ist das Besondere hier in der Fertigung bei Heller? Ja, genau, das ist das Besondere. Heller-Maschinen stellen Heller-Maschinen her. Wie hoch ist denn die Fertigungstiefe hier? Die Fertigungstiefe ist sehr hoch. Alle mechanischen Teile, die für Genauigkeit und Langlebigkeit der Heller-Maschine verantwortlich sind, werden in der Heller-Gruppe hergestellt, und das sind 85% Fertigungstiefe. Was heißt denn das ganz konkret? Welche Teile sind es? Ja, das sind unsere Kernkompetenzteile. Die Kernkompetenzteile sind einmal das Fundament der Maschine, das ist Bett und Ständer. Dann das zweite ist letztendlich alles, was um Rundtisch sich dreht, also AB-Achse und Rundtisch. Und das dritte ist die Einheit. Und in der Einheit sitzt das Kernstück, nämlich die Spindel. Die Spindel ist ja das Herz einer jeden Werkzeugmaschine, ich glaube, das kann man so sagen. Und seit geraumer Zeit gibt es hier in Nürtingen in der Fertigung ja auch eine eigene Spindellinie, oder? Genau. Die würde genau. Ich mir mal gerne anschauen, wenn es geht. Ja, gerne. Dann kommt sie bitte mit, dann zeige ich Ihnen die. Alles klar. Auf geht's.
Jetzt sind wir in der Spindelfertigung, Jerome, aber erklär doch vielleicht nochmal ganz kurz, was ist die Spindel überhaupt und warum ist die so wichtig? Die Spindel ist sehr wichtig. Das ist ein absolutes Kernelement einer Werkzeugmaschine. Das ist die Schnittstelle zwischen Maschine und Werkzeug, natürlich Teil hinterher. Also sie ist ein extrem hoher, genauer Teil der gesamten Werkzeugmaschine. Das kann der Kurtenbach wahrscheinlich viel besser erklären. Kurtenbach, wir sind jetzt hier in der Spindelfertigung, in der Spindellinie. Bei Heller, wie entsteht denn so eine Spindel? Können Sie mir das mal zeigen? Ja, also das Besondere hier ist sicherlich, dass wir vom Rohmaterial bis zur einbaufertigen Spindel in einer Räumlichkeit die Spindel komplettieren. Aber wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen einfach mal kurz. Ja, ein ganz wichtiges Bauteil ist unser Spindelkörper. Hier entsteht die größte Genauigkeit, nämlich 1,5 Tausendstel Millimeter genau ist dieser Spindelkörper. Und das schaffen wir durch verschiedene Bearbeitungsprozesse, reine Vorbearbeitung, Innenschleifen, Außenschleifen und natürlich mehrere Messschritte. So ein hochgenaues Teil, das erfordert wahrscheinlich auch enorme Kompetenz und Know-how Ihrer Mitarbeiter, oder? Absolut. Also wir haben durch die Bank eigene ausgebildete Mitarbeiter, die speziell auf die einzelnen Arbeitsgänge spezialisiert sind. Wie geht es denn jetzt weiter mit der Spindel, wenn der Spindel, jetzt habe ich verstanden, hier wird der Spindelkörper gemacht, richtig? Genau, genau. Also verschiedene Spindelelemente gehen hier über die verschiedenen Einzelschritte dann letztendlich. Und zum Schluss werden diese Teile dann montagegerecht entbearbeitet. Und nach der Bearbeitung gehen die in unseren Teilesupermarkt. Und den können wir uns auch mal anschauen, oder? Genau. Gehen wir gerade mal hinten durch, dann schauen wir uns den Teilesupermarkt an. Also hier werden alle Teile, die von uns bearbeitet werden und letztendlich zugekauft werden, werden hier in den Teilesupermarkt eingelagert. Und dann entnimmt, man sieht es hier hinten wunderschön, der Mitarbeiter dann auf den Montagewägen dann die jeweiligen Teile, ja, und stellt die dann der Montage zur Verfügung. Und unsere Montagemitarbeiter hier übernehmen dann so einen Wagen, den sieht man auch hier schön stehen. Und in 6 Montageschritte wird dann diese Spindel zusammenmontiert. Mhm. Können wir vielleicht gerade mal die Montageschritte nachvollziehen? Das heißt, wenn alle Teile beieinander sind, dann kommen die auf so einen Wagen und dann können die Kollegen hier entsprechend die Spindel anfangen zusammenzubauen, oder? Genau, genau. In den verschiedenen Schritten wird die Spindel zusammengebaut. Die Spindel wird anschließend gewuchtet. Die Spindel wird serialisiert, wird laserbeschriftet und geht dann zum Schluss hinten auf den Prüfstand. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es hier enormes Know-how braucht, Erfahrung, sehr gute Mitarbeiter. Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn insgesamt hier in der Spindelfertigung in den beiden Bereichen eingesetzt? Wir haben hier nur 12 Mitarbeiter. Das ist auch was Besonderes, weil wir haben es geschafft, durch die Spindellinie die Durchlaufzeiten auf 2 Wochen für eine gesamte Spindel zu reduzieren. Wir schaffen hier mehrschichtig und der Mitarbeiter zum Schluss, der dann so eine Spindel komplettiert, und dann letztendlich auf dem Prüfstand dann auch überprüft und er schreibt dann mit seinem Namen für die Qualität dieser Spindel. Die Spindel kommt dann in die dafür vorgesehene Holzkiste und wird dann ausgeliefert. Die Spindelfertigung oder eine eigene Spindelfertigung ist ja was ganz Besonderes eigentlich. Seit wann gibt es das hier? Gibt es den Bereich? Die gibt es jetzt seit einem Jahr, ist sehr erfolgreich angelaufen. Und wir konnten jetzt unsere Kapazitäten bis 2000 Spindeln pro Jahr erhöhen. Okay. Ja, vielen Dank, Herr Kurtenbach, für die spannenden Einblicke hier in die Heller Fertigung und im Speziellen hier in die Spindelfertigung. Vielen Dank. Ja, gerne. Jerome, du hast mir ermöglicht, hier mit einem ganz interessanten Mann zu sprechen, Christian Kurtenbach. Jetzt haben wir gesehen, wie die Spindel entsteht für die Heller Maschine. Wir haben gesehen, wie viel Know-how, auch Kompetenz von Mitarbeitern, von der Ausbildung bis hierher zu den Facharbeitern in so einer Maschine drinsteckt. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, naja, wie kommt denn da alles zueinander? Ich glaube, es heißt Hochzeit in der Industrie, oder? Können wir das auch noch sehen? Können wir auf die Maschinenhochzeit gehen? Das ist immer ein sehr spannender Teil, auch hier unsere Besichtigung, sozusagen die Montage, sei es der Baugruppenmontage oder die Endmontage der Maschinen.
Dafür müssen wir hier in Nürtingen zu unserem sogenannten Werk 2, das ist gar nicht so weit weg von hier, hingehen. Idealerweise natürlich, wir könnten da auch sowas sehen in England, in unserem Werk in Redditch, in den USA, in Brasilien und natürlich auch in China. Also das wäre ein viel zu langer Weg. Also mein Vorschlag, wir gehen ins Werk 2 und wir schauen uns das auch genauso an. Diese okay, sogenannte wunderbar. Hochzeit. Okay, danke. Ja, Jerome, wir sind jetzt hier in der Montage im Werk 2 von Heller in Nürtingen. Welche Montagekonzepte gibt es denn hier? In der Heller-Gruppe arbeiten wir nach zwei Grundprinzipen. Der Taktmontage oder Fließmontage. Maschinen bewegen sich regelmäßig, um montiert zu werden. Das können wir machen bei sogenannten Module für Automobilindustrie beispielsweise, Maschinen für die Hochproduktion, oder das machen wir auch in unser Werk, in Montagewerk in England. Mhm. Das ist der eine Prinzip. Das meiste, was wir machen, ist sogenannte Platzmontage. Platzmontage heißt, dass die Maschine im Wesentlichen an einem Platz aufgebaut wird, oder? Korrekt. Die Maschine bleibt an einem Platz stehen. Man muss sich vorstellen, dass auch sehr, sehr große Maschinen auch montiert werden müssen. Und das wäre eigentlich gar nicht so praktikabel, die Maschine einfach Bewegung zu lassen. Mhm. Deshalb auch der Name Platzmontage. Okay. Das kann am besten allerdings die Kollegin Ines Färber erklären, die für uns heute mal auch hier ein paar Fragen Ines, stellen kann. Hallo, Ines. Ines, du bist Linienkoordinatorin, habe ich das richtig gesagt? Genau, hier ja. In der Montage. Bei Heller, was kann man sich denn darunter vorstellen? Was ist deine Aufgabe hier? Also ich bin die Schnittstelle zwischen Konstruktion und den Schlossern hier in der Halle. Okay. Also ich kümmere mich um sämtliche Probleme, die sie an der Maschine haben. Manchmal sogar Qualitätsthemen, da muss ich zu den Lieferanten. Ja. Okay, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe eigentlich, oder im gesamten Prozess? Genau. Das heißt, hier kann man jetzt, ich sehe hier ein Maschinenbett, ja. Ist das, glaube ich, oder? Genau, ein Maschinenbett. Das ist der erste Schritt? Mhm. Befindet sich gerade im Grundaufbau. Okay. Da werden die Schienen gelegt, wird alles vorbereitet, sodass die nächsten Komponenten eben draufgesetzt werden können. Ja. Okay, das heißt, hier findet eigentlich diese berühmte Hochzeit statt, von der man immer spricht, oder? Genau, wie eine Platzmontage. Okay, ja. Und hier sehen wir dann, ist das nächste Bauteil? Genau, das hier ist der Rüstplatz mit Palettenwechsler. Das kommt jetzt als nächstes ans Maschinenbett ran. Okay. So wie die nächsten Komponenten, Ständer und Einheit, Mediengestell, Schaltschrank. Kommt jetzt alles nach und nach. Und irgendwann die Maschine dann so, ja. Sieht sie so aus, wie sie hier steht, also fertig. Wie lange dauert es vom Aufbau des Bettes und der Hochzeit bis hin, dass die Maschine so fertig ist? 6 bis 8 Wochen. Je nach Baugröße kann man sagen, brauchen wir hier bei dem Maschinentyp, den wir da hinten bauen, ca. 8 Wochen. Okay. Und was fasziniert dich ganz persönlich an Heller, an den Maschinen, an der Technik? Ich weiß, du hast hier eine Ausbildung gemacht, bis 8 Jahre schon in der Firma. Genau, 2012 habe ich eine Ausbildung hier gemacht. Habe Industriemechanikerin gelernt. Mich fasziniert einfach die Technik. Also das Praktische, ich wollte schon immer was Praktisches machen und so bin ich zu Heller gekommen und jetzt eben hier ins Werk 2. Und du hast, weil wir vorher uns schon mal die Ausbildung angeschaut haben, auch mit dem Profitrainer begonnen, oder? Genau. Ich war in der Ausbildungsabteilung als Ausbildungsbeauftragte. 2 Jahre nach meiner Ausbildung hatte ich die Möglichkeit, dort zu bleiben und das Projekt mit voranzuführen praktisch. Super. Vielen Dank für die spannenden Einblicke hier in die Montage, liebe Ines. Ja, Jerome, vielen Dank, dass du mir hier auch wieder eine interessante Kollegin vorgestellt hast. Wenn die Maschine hier jetzt fertig montiert ist, dann ist sie ja eigentlich bereit zur Auslieferung an den Kunden, oder? Ich meine, wir haben gesehen, wie viel Know-how drin steckt, was für tolle Kollegen da beteiligt sind im gesamten Prozess, wie die Einzelteile auf Heller-Maschinen gefertigt werden und hier, wie sie dann endlich schlussendlich zusammengebaut werden. Fehlt eigentlich nur noch die Verladung, oder? Ja, also es gibt weitere Schritte. Also man kann zum Beispiel auch eine Abnahme der Maschine haben, aber klar, wenn wir die Freigabe haben, muss das Ganze verladen werden. Das geht letztendlich auch auf der ganzen Welt zum Beliefern und dafür müssen wir uns auch die Verladelampe, einfach uns Rampe anschauen und das finde ich ein bisschen mal hier weiter statt. Okay. Jerome, jetzt sind wir an der Verladerampe, die wirklich letzte Station im Prozess, wie so eine Werkzeugmaschine entsteht oder vielleicht doch nicht? Also,
Ob sie entsteht? Ja, auf jeden Fall. Jetzt geht sie von hier aus auf den Laster, auf den Container, auf ein Schiff, auf die ganze Welt. Aber das ist vielleicht auch der Beginn allerdings von der Geschichte, weil da geht es um Kunde. Und man darf nicht vergessen, was dahinter kommt. Wir haben eine große Mannschaft, also die hintersteht von durch Heller Services weltweit, die entsprechend hier bestens ausgebildet ist, um den Kunden zu betreuen. Sei es bei der Installation, der Inbetriebnahme vor Ort, eventuell Prozesse einfahren. Das ist eine Punkt. Das weitere Punkt, man darf nicht vergessen, dass letztendlich auch die Technologie entwickelt sich auch da. Und Heller ist immer dabei, entsprechend auch mitzuziehen, wenn er sich selber auch mal Technologieführer ist. Und so dass das über das ganze Lebenszyklus ein Produkt, eine Maschine Heller immer präsent zeigen wird. Ja, wir sagen auch sehr gern, also ein lebenslang sozusagen, und wohl bemerkt, dass eine solche Heller Maschine sehr, sehr viele Jahre also treue Dienstdauer leisten kann. Also unser Motto wirklich mal, dass wir ein Produkt, eine Bekleidung bzw. eine Unterstützung von unseren Kunden ein lebenslang auch absolut gewährleisten können. Ja, ein schönes Schlusswort, ein Maschinenleben lang sozusagen betreut Heller die Kunden. Vielen Dank, Jerome, dass du mir und auch uns heute so einen spannenden Einblick gegeben hast in die Welt, wie eigentlich so eine Werkzeugmaschine entsteht, wie viel Know-how nötig ist, bis sie dann hier am Verladehof zum Kunden geht. Und wir haben gerade ja auch nochmal gelernt, da ist eben nicht Schluss, sondern da fängt eigentlich die Arbeit erst so richtig an. Vielen Dank, Jerome. Dankeschön auch.